Graceland. So, boah, das muss jetzt reichen. Das geht. War nämlich schon der dritte Versuch oder so. Wasteland. Into the Wastes. Szenario. Kampagne geht weiter. Ihr habt gesehen am Anfang, wo wir gegeneinander gespielt haben. Ihr habt gesehen, wie es mit der Bartle Trading Company weitergegangen ist. Heute seht ihr ein bisschen was von der Incest is not a crime mutanten Kannibalenfamilie. Denn auch da geht die Story weiter natürlich. Und nicht nur die Story geht weiter, sondern die Warband hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Sehr, sehr geil. Genau, weil nach der Schrottplatznummer haben meine Familienmitglieder ja richtig schön gelootet und da kam richtig schön was zusammen. Und ja, Tiny ist dazu gestoßen. Wer Tiny ist, das zeige ich euch gleich. Tiny ist der absolute Obermongo, würde ich mal sagen. Aber auch Obermega-Junge. Boah, Junge, ist der geil. Ist auf jeden Fall ein guter Klotz. Werdet ihr gleich sehen mit ein paar coolen Specials. Teures Modell. Also nicht ihr teuer von wegen kaufen, sondern vom Punkte her. Das glaube ich jetzt sogar dein der teuerste. Teurer als der Leader. Mhm. Krass. Ja, und die waren ja zu Hause und haben erstmal sich ausgestattet und ein bisschen gefeiert, weil Kohle da und alles ist gut. Haben jetzt aber auch alles so verbraucht. In der Zeit, wo hier Sir Colin Bartlett ja schon den Beef hatte mit seinem Ur-Erzfeind Dredd, Judge Dredd. Mit den Dredd, mit den Judges. Mit den Judges, ja, genau. Wenn ihr das nicht gesehen habt, wie das ausgegangen ist, müsst ihr euch dann nochmal angucken, weil das ist in der Zeit passiert, wo meine dann erstmal nur gelebt haben. Jetzt ist aber der ganze Stuff leer. Und weil meine Kannibalen ja auch gerne dann halt Fleisch essen und auch eigentlich sehr, sehr faul sind, haben sie natürlich erstmal so regionale Kost, sage ich mal, vom regionalen Anbieter sich zugeführt. Und natürlich auch gerne Kinderfleisch, weil es ist ein bisschen zarter und leckerer und kann man besser krallen und so, macht nicht so viel Palaver beim Klauen. Nachts immer losgegangen und dann halt Kinder gefressen. Aber das Problem ist, das fällt so langsam auf, weil die Geburtenzahl bleibt stetig konstant, aber die Kinder werden trotzdem irgendwie weniger. Und man findet dann außerhalb von dem Dorf, von der Stadt dann schon immer mal so ein paar abgenagte Kinderknochen, alles sehr komisch. Und man hat da schon so ein bisschen den Verdacht, weil die wohnen ja so ein bisschen außerhalb und sind so ein bisschen komisch, die Jungs. Von Incest is not a crime. So, und da hatte der Paar dann das auch mal so langsam gereilt, dass sie nicht so weitermachen können. Denke ich, wie ist es denn dann da, wie geht's denn da so weiter? Ja, habt ihr ja gehört. Also, Vorräte sind ziemlich erschöpft, ziemlich leer. Und bevor die jetzt hingehen und irgendwie aus der eigenen Familie da was essen oder so, brauchen die Frischfleisch. So, und die Sache ist, da ja jetzt regional gerade nicht mehr so viel verfügbar ist, haben die einen ganz ausgeklügelten Plan irgendwie an den Tag gelegt. Also der Paar natürlich, der hat sich das gedacht. Voll Special Plan. Ja. Voll intelligent und so. Ja, weil die Sache ist halt, direkt neben der Siedlung, wo am meisten geredet wird, dass da angeblich ja irgendwie die Kinder geklaut werden von den mutanten Kannibalen. Also diese Siedlung hat echt enorme Probleme mit Ghulen. So, und also Ghule sind irgendwie so komische Menschen, ähnliche, menschenartige, aber sehr langsame und offensichtlich total verblödete Kreaturen, die so ganz nah der Siedlung in einem ja, Waldgebiet hausen. Und das Problem ist, also die Siedlung hat schon entsprechende Vorkehrungen getroffen und so. Ja, aber ehemaliges Industriegebiet ist jetzt bewaldet irgendwie. Ja, und also die tun, was sie können, um die Ghule irgendwie vom Ort fernzuhalten. Problem ist aber, immer öfter kommen die Ghule auch wirklich bis ans Dorf ran. Und jetzt ganz akut sind schon wieder welche gesichtet worden, sind auch schon echt unheimlich nah, weswegen auch ständig irgendwie ein Kopfgeld ausgesetzt ist auf die für also Warbands, die sich da bemüßigt fühlen, irgendwie vorbeizukommen und irgendwie ein bisschen jagen zu gehen. Die werden gut entlohnt. Ja, und da kommt Pa ins Spiel mit seiner Warband und dachte, Junge, das können wir. Können wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich einmal uns hier schön gut stellen mit der Bevölkerung da und zeigen, wie gönnerhaft gut wir doch sind, dass wir denen helfen und so. Und zum anderen natürlich auch mal für Futter sorgen, für Nachschub. Ne? Ja, und wir müssen auch mal gucken, wie es sich entwickelt, denn man munkelt ja, dass eventuell die Ghule jetzt nicht so ganz von alleine immer zu diesem Ort gekommen sind. Aber
Das haben sie schon mal ein paar verirrt. Und wenn die auch andere Menschen dann sehen, werden die auch sehr aggressiv eigentlich und greifen dann das Dorf auch an. Aber die haben jetzt nicht so die Intelligenz, so diesen Plan zu stricken. Wir rotten uns jetzt mal zum einen Mob zusammen und überfallen dieses Menschendorf. Sondern die wuseln da schon irgendwie so rum und laufen dann halt irgendwie so. Und manchmal kommen die halt dann doch schon mal in die Region und die werden halt von Geräuschen angezogen. Wie man das so halt so kennt. Ja, und Pa hat dann sich vom Mahn erstmal den fetten Kochtopf geholt mit der Kelle, ist dann im frühen Morgengrauen an den Wald ran und hat dann erstmal voller Alarm gemacht, das, ja. Hat sich sofort verpisst und dann hörte man schon aus dem Wald so, wie sie dann halt ankam und sind jetzt auf dem Weg zu dem Dorf. Die Dorfleute alle voll panisch, oh, die sehen so gruselig aus und die wollen uns fressen und oh, Angst, haben sich alle verpisst in ihre Schutzbunker, Räume abgeschlossen, Jalousien runter, alles lahmgelegt. Und Paar natürlich dann auf dem Dorfplatz, halt, wir regeln das jetzt hier. Das kann ja nicht sein, dass sie hier die armen Leute angreifen. Genau, ja. Ne? So, startet das jetzt. Mission ist es, ich muss mindestens einen Ghoul gefangen nehmen, um für die nächsten 2 Wochen Nahrung zu haben. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch gleich in der Armeevorstellung. Da kommen nämlich Teile zum Einsatz. Und sonst geht es darum, natürlich so viele Ghule wegzuknallen, um halt das Charisma im Dorf wieder nach oben zu bringen. Ja. Ja. Und wollen ja nicht vertrieben werden oder so. Nee. Und pro Ghul gibt es dann auch ein bisschen was zu holen, kohletechnisch. Genau, ein bisschen Kohle. Weil die sind ja dankbar und da hat das Dorf zusammengelegt. So ein bisschen kopfgeldmäßig. Auch wie das läuft, da brauchen wir mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe, weil. Ne, die Respawn. Ist schon, ja, ist schon ein bisschen, aber trotz allem nicht vergessen, vorrangiges Ziel ist Frischfleisch. Ja. Weil ohne Futter immer schlecht. Und ja, auch wenn die Typen Kohle haben, also wenn die hier zu den örtlichen Händlern gehen und fragen, ob die noch irgendwie so ein Kinderbein oder so am Start haben, finden die nicht so geil. Ne? Nee. Also mit Kohle machst du da nicht viel. Das ist richtig. Ja, so sieht das aus. Ja. Ich bin auf Tiny gespannt. Zeig doch mal Tiny, oder? Ja, geil. Ja, machen wir. Also, jetzt erstmal um die Vorstellung. So, kommen wir zur Armeevorstellung. Fangen wir an. Mein Leader ist der Paar. Paar, wie gesagt, mit seiner Donnerbüchse, Stärke 7 und der Skin Armor ausgestattet. Hat sich nicht viel getan, ist auch nicht aufgelevelt. Dann haben wir den Firstborn, den Bill. Bill immer noch mit seinem Crossbow und auch nur der Skin Armor. Dann hatte es letzte Mal den Ronnie ziemlich schwer erwischt, aber er hat es überlebt. Deshalb ist diese Runde, also er ist auch nicht aufgelevelt, aber er hat ein Defizit, weil er halt noch verwundet ist ein bisschen. Auf alle Würfe, die der abhalten muss, gibt es -1 dieses Mal. Muss ich ein bisschen aufpassen. Dann kommen wir zu Tiny. Tiny ist der Neue. Tiny ist der Big Giant. Und Tiny ist komplett ausgerüstet. Also habe ich alles reingesteckt. Tiny ist komplett doof. Also Ronny ist dagegen echt noch ein Albert Einstein. Aber Tiny geht, der geht so gar nicht. Dass er überhaupt atmet und geradeaus läuft, ist so alles. Deshalb hat er auch die Sonderregel, wenn niemand in 3 Zoll in seiner Umgebung ist, ich schätze mal, das ist so zu werten, immer muss ihm einer eigentlich sagen, was er zu tun hat, weil sonst weiß er überhaupt gar nicht, was losgeht, kriegt er -1 auf seinen Aktivierungswurf. Zur Ausstattung, Tiny hat eine Skin Armor. Tiny ist nicht big, sondern huge, also das Größte. Ja. Wie man auch sehen kann, also Ronny ist normalerweise schon richtig dick. Und dann kommt aber Tiny. Tiny hat eine eigentlich total beschissene Pistole. Eine Black Powder Pistol, 8 Zoll, Stärke 6, glaube ich. Kann eigentlich nichts, zumal er auch nur einen Range-Wert von 3 hat. Also der trifft eigentlich so gar nichts. Da kann er besser spucken, glaube ich. Und was besonders am Tiny ist, der hat 3 Lebenspunkte. Also mehr als Paar. Der kann 3-mal getötet werden. Ich habe dann nach der letzten Mission eine Reliktwaffe gefunden. Das war die Power Fist. Die hat der Junge auch am Arm. Die gibt nochmal 3 auf Stärke.
Das heißt, eigentlich in der Stärke hat er normal 6. Das heißt, jetzt hat er Stärke 9 im Nahangriff. Metal 5 normal. Defense hatte er schon 7 plus die Skin Armor. Im Nahkampf hat er halt jetzt die 6. Die 8. Genau. Und dann ist er noch ausgestattet mit einem Käfig, habe ich ihm gebaut. Und das ist der Meat Cage. Ja. Und dieser Meat Cage besagt, ich kann damit alles Mögliche fangen. Und darum geht es ja auch. Tiny ist dafür da, um das Essen hier mitzunehmen. Und ich muss in diesen Cage muss ich nachher einen Ghoul fangen, um halt Verpflegung für das Dorf zu haben. Der Fangtest wird ausgeführt wie folgt, nämlich auf den Stärketest. Da wird aber dann diese Reliktwaffe abgezogen. Also es geht dann um den rein normalen Stärketest. Der wäre bei meinem Tiny hier bei 6. Die plus 3 stehen für die Power Fist. Also auf die 6 muss ich das schaffen. So ein Zombie bzw. Ghoul hat Defense 7. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig. Aber, naja, werde ich schon schaffen. Geil wird das Ding, ja, wenn ich gegen andere Warband spiele, weil dann hat das Ding nochmal so ein anderes Special. Der Daddy möchte noch was sagen. Im Prinzip ein Nahkampfangriff. Also er muss in den Nahkampf gehen, macht einen Nahkampftest, aber verwundet den Gegner dann nicht, sondern wenn er halt seinen Stärketest gegen den Defense-Wert vom Gegner schafft, dann stopft er den Typen in den Käfig und normalerweise können Spielercharaktere dann mit einem Stärketest versuchen, wieder da rauszukommen. Das können die Ghoule in dem Szenario aber nicht. Also wenn der einen Ghoul fängt, dann ist der Typ gefangen. Ist der Typ da drin, genau. Ja, sonst hat er noch, wie gesagt, diese Spezifikation, was schlecht ist, dass er halt dumm ist. Sprich, unter 3 Zoll, kein freundliches Modell in der Umgebung, kriegt er ein Minus auf seinen Aktivierungspunkt und er kriegt minus 2 auf alle Intelligenztests. Das aber auch, wenn jemand in der Nähe ist. Also den kriegt er sowieso, weil er einfach total bräsig ist. So, dann haben wir hier noch Fuzzy mit ihrem Hund. Weiterhin hat die ihre Pistol, ihre Uzi und ihre einfache Nahkampfwaffe. Der Hund ist aufgestiegen und durch das Aufsteigen konnte ich würfeln auf die Liste. Und was mich sehr gefreut hat, das gilt eigentlich für alle Hunde, die sind alle aufgestiegen. Und alle Hunde sind auf der Liste aufgestiegen auf Move. Das heißt, sie waren ja vorher schon mit 7 Zoll recht schnell. Jetzt können die alle 8 Zoll laufen. Mega geil. Ja, Billy die Kelle, Light Weapon, Skin Armor und hier auch Skin Armor und die beiden Schlagringe. Und das ist so die Warband. Warband. Ja, das sieht er immer. Was für ein Punktwert ist denn das inzwischen? Weißt du das noch? Oder? Mein Punktwert insgesamt ist jetzt schon bei 526 Punkten. Ziemlich fett. Ja, und Gold habe ich 0. Ja, alles reingesteckt in den Teil. Aber alles. Ja, deswegen, mal gucken, wie es jetzt wird. So, dann gebe ich jetzt nochmal an Delly und der erklärt euch das Schlachtfeld und die Gegner. Ja, im Prinzip orientieren wir uns bei diesem Spiel an den Regeln für Pest Control. Das ist eigentlich eine Mission, in der es darum geht, Zombies zu jagen und Zombienester zu schließen oder kaputt zu hauen. Wir haben das ein bisschen abgewandelt und sagen, dass es nicht Zombies, sondern Ghule sind. Trotz allem gibt es Rat-Ghule. Ich meine, wenn man sich das hier mal anguckt in diesem ehemaligen Industriegebiet, dann weiß man auch warum. Das ist auch der erste Spawnpunkt. Und da drüben, in diesem Rohr, wo so Schleim rausläuft und so, da ist der zweite Spawnpunkt. Laut diesen Szenario-Regeln ist es so, dass die Figuren, die da mitspielen, also die Zombies, die haben, oder in unserem Fall jetzt Ghule, die haben alle nur ein AP. Die müssen nicht aktiviert werden, sondern haben immer automatisch nur einen AP, werden am Ende der Runde bewegt, also nach den Warbands oder nach der Warband jetzt in dem Fall, sind immun gegen alle Willenstests oder so, die rennen nicht weg, die haben keine Angst, klar. Und ja, auch per Szenario ist es so, dass pro Zombie-Nest oder pro Ghoul-Nest 4 Zombies starten, haben wir gemacht, die haben wir auch aufgestellt, wobei einige schon bedrohlich nah bei der Siedlung sind. Hier ist einer, da ist noch einer.
Und da drüben am Schild ist noch einer. Ne? Also da geht schon richtig ab. Und am Auto ist noch einer, sehe ich gerade. Und ja, folgendermaßen wird es sein. Es gibt keine Gegner-Warband diesmal, sondern die Inzestfamilie muss einfach nur Essen finden. Deswegen ist das oberste Ziel und die Voraussetzung, damit die Mission erfolgreich abgeschlossen wird, die, dass Tiny einen Zombie in seinen Käfig steckt. Oder einen Ghoul in seinen Käfig steckt. Denn abgeschossene Ghule sind ja schön und gut. Da ist auch ein Kopfgeld drauf ausgesetzt von der Siedlung. Das gibt 5 Münzen pro Abschuss. Sollte es einen Rat-Ghul geben, der erscheint auch bei einer 6, wenn man mit einem W3, also mit einem W6, den man zu einem W3 macht, würfelt. Sollte so einer erscheinen, dann kriegt der sogar 10 Münzen. Ebenso wie es 10 Münzen dafür gibt, dass man ein Nest kaputt macht, ein Zombie-Nest. Das kann man, wenn man damit im Base-Kontakt gibt. Ist. Und ja, sollte Tiny am Ende des Spiels einen Ghoul in seinem Meatcage haben, dann gibt das nochmal 20 Münzen. Und nur dann ist die Mission auch erfolgreich geschafft, denn ja, dann ist das Essen für die nächsten Wochen auf jeden Fall gesichert. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. 8 Runden Standard. Die Warband wird da aus der Ortschaft kommen, also 6 Zoll Aufstellung von der Tischkante, hat natürlich automatisch auch den ersten Zug, denn wie gesagt, im Prinzip spielt nur die Warband gegen die NPCs. Bei den Ghoulen ist es noch so, ähnlich wie bei den meisten NPCs, sobald jemand in 12 Zoll zu einer Spielerfigur ist, bewegt er sich natürlich drauf zu und versucht denjenigen anzugreifen. Sollte jemand nicht in 12 Zoll sein und keine Sicht haben, dann bewegt normalerweise der Spieler, der in der Runde angefangen hat. Wir machen das aber immer so, dass wir die random bewegen. Also mit einem Abweichungswürfel die Richtung und dann geht er halt seine Zollzahl. Okay, ja, im Prinzip ist dazu alles gesagt. Aufstellung ist klar. Da drüben wird sich auch gerade aufgestellt. Und dann starten wir mit der ersten Runde und zeigen euch gleich mal, wie es denn gelaufen ist. Und beim Pfeifer hat sich alles hier so ein bisschen nach vorne bewegt. Hier wurde teilweise geschossen. Paar hat direkt seine Waffe gejammt. Super geil. Erste Aktion, klick, klick. Machst du nix. Der Firstborn war Bill, ne? Ja. Bill hat getroffen, einen Zombie, hat ihn aber leider nicht verwunden können. Und auf der linken Seite sind die Youngins und Tiny mit den Hunden oder den Wölfen nach vorne. Sehr schlau bewegt. Der eine Zombie ist nämlich genau nicht in den Nahkampf gekommen. Ne? Schön gut gemacht. Er steht hier. Da hinten haben sich einige Zombies random bewegt, weil sie noch zu weit weg und außer Sicht waren. Nachgespawnt ist hier vorne bei dem Rohr, also bei dem ersten Nest einer und bei dem verseuchten Pool, sag ich mal, 3. Die habe ich auch ausgewürfelt, wo sie denn erscheinen. Da waren 2 mit dem Hit, also in der Pfütze und einer hier auf der Seite. Ja, und dementsprechend ist im Prinzip noch nicht viel passiert in Runde 1. Keine Verluste, keine Abschüsse. Und es geht weiter mit Runde 2. Thank you.
Runde 2 ist zu Ende. Es geht sehr schnell, wenn nur eine Warband spielt, aber es läuft nicht so richtig für den Pfeife. Hier drüben hat Tiny es nicht geschafft, den Zombie in seinen Käfig zu stopfen. Dafür ist dann der Wastewolf angerannt gekommen, hat den Zombie zerfetzt, also direkt zerbissen. Der zweite Wastewolf, dank seiner 8 Zoll, er hatte zwei Aktionen, aber dank seiner 8 Zoll Bewegung ist er schon mit der ersten Bewegung, also mit dem Charge, in Base-Kontakt gekommen, hat den Zombie sowas von zerlegt und zerfleischt. Sehr cool. Nicht so gut läuft es allerdings auf der eher, naja, menschlichen Seite, sag ich mal. Ronny hatte zwei Aktionen, stand aber vorhin hier hinten. Ist also, einmal hat er sich bewegt, ist dann gecharged mit dem Zombie im Base-Kontakt, hat ihn auch getroffen, hat ihn aber nicht verwunden können. Der Wastewolf hier hatte nur eine Aktion, ist deswegen nicht in den Nahkampf gekommen. Als die Zombies dran waren, ansonsten, Moment, eben noch der Vollständigkeit halber, Pa hat seine Flinte wieder fertig gemacht, also der Marker kommt da gleich weg, hatte dann aber, war nicht in der Lage, diesen Zombie zu treffen, genauso wie Bill, der hat es ihm gleich getan, hat drauf geschossen, hat auch nicht den Zombie getroffen. Hier die Kinder sind einfach mit aufgerückt. Fuzzy ist hier im Moment noch in Deckung gegangen, hatte nämlich auch nur eine Aktivierung, also ist echt schlecht gelaufen. Die Zombies sind da hinten gespawnt, aber jeweils nur einer, also einer da und einer da direkt an dem Ausgang. Viele Zombies haben sich randommäßig bewegt, weil sie noch zu weit weg sind. Allerdings hat es sich ergeben, dass ein paar durchaus nach vorne gelaufen sind. Auch er ist nach vorne gelaufen, erst zum Wolf hin, aber nichts in Base-Kontakt gekommen, also keine Nahkämpfe. Außerdem schon bestehenden Nahkampf bei Ronny. Und da, es war sehr knapp, denn Ronny hat in diesem Spiel ja minus 1 auf alle seine Würfe, hat einen Melee-Wert von 6 normalerweise, der dadurch quasi zu einer 5 wird. Der Zombie hat einen Melee-Wert von 4, hat aber nur eine 2 gewürfelt beim Angreifen. Also einer runter, unentschieden, unentschieden immer im Fall des Falles für den Verteidiger. Dementsprechend ist Ronny nichts passiert, der Nahkampf besteht. Ja, und Pa mit seiner Gang fängt nun mit Runde 3 an und ich bin mal gespannt, ob es endlich mal Verluste auf Seiten der Zombies gibt. Also ein bisschen mehr als nur durch die Wastewolves. Los geht's! Ende Runde 3. Ja, die Mutantenkannibalen tun sich schwer, aber sie haben auch mit verdammt vielen Spawns zu kämpfen. Hier jetzt schon wieder 3 Zombies hier, 3 Zombies da. Also wirklich alles verseucht hier. Zum Glück noch nicht so viele wirklich nah ran, aber die paar, die ran sind, reichen. Ronny hat es nicht geschafft, den Zombie zu zersägen, aber der Hund hat ihn gegessen, kein Problem. Fuzzy, heldenmäßig um die Ecke gekommen, Zombie abgeknallt, der da stand. Wahrscheinlich ist es jetzt dieser dort. Pa hat erfolgreich versagt, hat nicht getroffen. Und Bill hatte nur eine Aktivierung, ist deswegen einfach nur ein Stück nach vorne gelaufen. Tiny nur eine Aktivierung, ist nicht an den Zombie rangekommen, steht jetzt da rum. Ja, und hier hat der Wastewolf gecharged, nicht den Zombie weggekriegt. Bobby hat gecharged, nicht den Zombie weggekriegt. Die Zombies waren dran, der Zombie haut zu und Bobby ist out of action, liegt jetzt da. Tja, das ist nicht ideal, aber mal sehen, wie es weitergeht. Beginn Runde 4. We'll be right back.
4 ist zu Ende und es läuft weiterhin hervorragend für die Mutantenkannibalen. Einmal, weil wieder hier 2 und dort 3 Zombies gespawnt sind, also zombiemäßig läuft das hier echt aus dem Ruder langsam. Pa hat wieder keinen abgeknallt, Bill hatte wieder nur eine Aktivierung, konnte nur ein kleines Stück vorlaufen. Fussi macht ihren Job, hat wieder einen abgeknallt, kein Problem. Ronny, eine Aktivierung, ist nur ein Stück nach vorne gestolpert. Der Waste Wolf ist extra hier hingelaufen, um ein paar Zombies anzulocken. 2 waren nämlich dann in Sichtweite und sind rangekommen. Ja, und auf der Seite hier läuft's gar nicht. Die Waste Wolves beide versagt im Nahkampf. Tiny natürlich wieder nur eine Aktivierung, ne? Ja. Ja, ist nicht rangekommen. Was hat sie gemacht? Ist einfach erstmal näher zum Tiny, damit er sie ihm sagen kann, was er machen soll, weil er stand schon wieder so blöd einer gegen drum. Hat aber nichts gerissen. Ja, hier kommt der nächste Zombie jetzt bald in Charge Range und nur in einem Jahr. Wir sind am Ende von Runde 4. Tiny muss mal so langsam einen in den Käfig packen, sonst wird das eng, Jürgen. Fangen wir an. Ja, Runde 5. Ich kotze so langsam, weil irgendwie funktioniert das alles nicht. Gut, also Ziel Fleisch für die nächsten 2 Wochen, das habe ich gerade erreicht. Aber sonst wieder hier versucht auf den Zombie drauf zu hacken mit 3 Mann. Selbst Gabby mit Miliwurf synchronisiert, also wiederholbar, nichts geschafft. Tiny nur einmal aktiviert, auch hier rüber gelaufen, nur der Hund dazugegangen. Fussi hat nochmal was abgeschossen, glaube ich. Nee, hat nur einmal getroffen, hatten aber nicht verwundet. Stimmt, so die 2 letzte Runde. Ja, und hier Pa mit seinem Firstborn auch wieder verkackt, wie eigentlich jedes Spiel. Also miese Laune angesagt. Und es werden schon wieder mehr Zombies. Ja, da nochmal 2 und hier natürlich jetzt ein Rad-Zombie. Spawn wie Hölle, Junge. Ja, also was der Herr auch wünscht, es wird bedient. Vielleicht kann der Pa ja den Rad-Zombie abknallen für schönen Kohlen. Was gibt ein Rad-Zombie? Ich würde sagen, 10 Doppelte vom Dings, ne? Also von so einem. Ja, boah, hier hinten sind ja auch noch welche. Ja. Du könntest dich ja auch schon mal aufmachen und die Nester schließen. Ja, ist klar. Also das werde ich, glaube ich, dieses. Was wären wir jetzt, Runde 5 oder Runde 6 schon? Das hier war die Ende der Runde 5, also jetzt kommt Runde 6. Also 6, 7, 8, 3 Runden ist noch Zeit. Okay. Ja, nee, also Nest schließen, auch wenn das Fettkohle gibt, aber das kriege ich nicht hin, glaube ich. Dafür sind zu viele gespawnt. Ja, und die stehen auch zu dicht. Also selbst bei sowas hier, wenn du da angreifst, kommt der Rest und hilft, Junge. Ja. Nicht gut. Ja, oder hier, Junge. Nee, geht gar nicht. Die Defense 7, die macht mich echt kaputt von den Scheißdingern. Naja, gucken wir mal. Geht's mal voran. Da wurde ein Zombie gekillt, hier wurde ein Zombie gekillt und ja, Pa ist gelaufen, um in einer Routenschussposition zu sein und vielleicht gleich noch den Radzombie anzulegen. Bill wollte es ihm gleich tun, hat aber wieder nur eine Aktivierung, wie fast schon im ganzen Spiel. Ansonsten, ja genau, da war der eine Zombie-Kill. Und die Zombies sind näher gerückt. Diesmal ist nur einer hier gespawnt, einer da gespawnt. Manche sind hier hinten so ein bisschen komisch durch die Gegend gelaufen. Er wollte sich hier mal den Waffenstapel angucken oder so, keine Ahnung.
Alles random, wie gesagt, sie ist stehen geblieben. Den habe ich noch gar nicht bewegt. Ansonsten aber alle sind stehen geblieben oder so ein bisschen hin und her gewankt. Das können wir ja mal eben live. Der Radzombie ist stehen geblieben. Genau, der. Ja. Nee, der rote da, an dem Zaun. Der würde über den Zaun klettern oder hier so lang laufen, wahrscheinlich eher, ne? Zaun kann er ja nicht klettern. Nee, dann läuft er da lang. Also dann läuft er hier. So. Ja. Also Radzombie, wie gesagt, stehen geblieben. Er stehen geblieben. Sie ist noch weiter hier rüber gegangen. Er ist fast aus dem Spiel gelaufen. Ja, und das ist es am Ende von Runde 6. Mal gucken, ob die Mutantenkannibalen noch den ein oder anderen Kill verbuchen können. Ein bisschen Kohle, noch ein bisschen mehr einschleimen bei den Dorfbewohnern. Und ich meine, was sie ja erfolgreich gemacht haben, sind zumindest die Zombies, die hier in nächster Nähe waren, wegzuräumen. Natürlich muss man auch sagen, dass sie sich ja strategisch geschickt so positionieren, um auch wieder einzelne Zombies anzulocken. Ja, sicher. Ich bin ja nicht lebensmüde. Sehr geil. Das freut die Dorfbewohner bestimmt, dass du da Zombies anlockst. Okay, weiter geht's mit Runde 7. Vorletzte Runde. Ja, Runde 7. Was ist passiert? Für mich zum Positiven nur, Paar hat mal was gerissen. Und zwar hinten den Radzombie weggeknallt. Dann sind meine Hunde und Tiny und Gabby alle hier in den Nahkampf, haben aber nichts gerissen, haben auch zurück auf Fresse gekriegt, aber alles irgendwie abgewehrt. Bill, der Spasti, natürlich wieder gar nichts gemacht. Fuzzy diesmal auch nicht wirklich was gemacht und Ronnie und der Hund haben auch nicht wirklich was gemacht. Aber es werden immer mehr Zombies. Ich glaube, wie viele haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zombies hier eigentlich in der Umgebung, die jetzt gleich alle in den Nahkampf wollen. Aber das Gute ist, dass hier nach Schluss ist. Es ist nämlich jetzt Runde 8. Genau. Ich muss das jetzt nur noch irgendwie überleben. Ja, aber am Ende von Runde 8 sind die ja noch dran. Richtig, also, ich muss das jetzt nur noch überleben. Mhm. Und hier sah es erst schlimmer aus, aber hier ist schon einiges weg. Ich muss dann nur noch hier ein bisschen was machen. Gucken wir mal, wäre natürlich jetzt kacke, wenn Tiny das jetzt echt noch verkacken würde. Ich meine, 3 Lebenspunkte und so, aber wer hat die Beute hinten drin? Und wenn jetzt alle Zombies drauf rumprügeln, boah Junge. Deswegen werde ich mal gleich da was versuchen. Vielleicht haue ich auch auf diesen Nahkampf ab. Kannst versuchen, ja. Naja, wir werden sehen. Letzte Runde hier. Hier wurde nochmal kräftig aufgeräumt. Tiny und Gabby plus die Hunde haben nochmal 3 Zombies weggeklatscht. Der Rest ist jetzt nur nachgerückt, aber konnten mich jetzt auch nicht mehr irgendwie schädigen oder sowas. Haben zwar versucht draufzuhauen, aber Tiny hat das erfolgreich abgewehrt. Das ist schon mal gut gelaufen. Ja, hier Ronny hat nochmal versucht, 2 Zombies abzuklatschen, beziehungsweise erstmal einen hat er aber wieder nicht hingekriegt, das ganze Spiel. Lag aber auch ein bisschen daran mit seinem Abzug, also es hat schon Auswirkungen gehabt. Dafür hat der Hund aber erst den ersten Hund, den ersten Ghoul weggemacht und dann ist er auf den nächsten draufgesprungen und hat den auch noch zerfleischt. Super geil. Fuzzy ist nochmal hier drüber gesprungen und hat nochmal versucht, auf diesen Ghoul hier drauf zu schießen, hat ihn aber verfehlt. Verfehlt genauso wieder wie die beiden Pansen. Da muss ich mir echt noch was überlegen, weil echt teuer, aber bringen nicht so viel. Ja, und somit habe ich jetzt quasi das Spiel erfolgreich beendet, weil ich habe ja ein Ghoul gefangen. Futter ist da und wir haben auch unser Charisma so ein bisschen aufgewertet, würde ich sagen. Ich habe eine Liste gemacht. Ich habe jetzt 13 Ghule getötet plus einen gefangen genommen und Paar hat dann nochmal einen Radzombie abgeknallt. Geil, was das gleich alles bedeutet und so, das seht ihr dann bei der Zusammenfassung. So, die Sieger-Warband steht fest, also es gab ja nur einen möglichen Sieger, aber die Mission wurde erfolgreich erfüllt. Es hätte auch einen anderen Sieger geben können. Nämlich die Zombies. Ja, klar. Ja, klar, also Mission nicht erfolgreich erfüllt. Ja, aber das ist ja alles gut gegangen, zum Glück.
Tiny hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt im ersten Spiel, hat ja zum Glück jetzt in der letzten Runde nochmal gut zugelangt. Davor hat er ja so ein bisschen verkackt, hat aber einen Ghoul gefangen, der ist da hinten im Käfig und zappelt sehr schön. Oder ich sag mal so, der Bürgermeister, das heißt nicht wirklich Bürgermeister, aber der Typ, dem die Siedlung gehört oder der da so der Chef ist, der ist sehr zufrieden, hochbegeistert, hat auch schon das Kopfgeld an ein paar gezahlt. Wie viel das genau ist und was da zusammengekommen ist, da gehen wir gleich drauf ein, wenn wir beim Income sind, also beim Einkommen und so. Als ersten Schritt nach einem Spiel ist immer Verwundete. Und ja, der kleine Bobby ist ja verwundet worden und deswegen muss der Herr Pfeiffer einen W10 würfeln auf dem Survival Table. Eine 7 heißt Close Call, Modell hatte nochmal Glück und es ist nichts wirklich passiert, keine Langzeitschäden, geil, alles gut. Ist also mit dabei. Da habe ich ja echt Glück bis jetzt. Ja, das heißt nämlich auch, dass er auch jetzt schon gleich mit ins Wasteland gehen dürfte. Vor dem Wasteland kommen allerdings die Erfahrungspunkte und wir haben das mal gerade ein bisschen zusammengerechnet. Bei den Szenarioregeln war jetzt erfahrungsmäßig nicht so viel drin für die Warband, denn man kriegt vor allem Erfahrungspunkte dafür, dass man Gegner ausschaltet. Also nicht NPCs, sondern halt Gegner. Allerdings hat er ein paar extra Erfahrungen bekommen, weil er einen Radzombie ausgeschaltet hat. 2 Erfahrungspunkte für jeden, der teilgenommen hat. Nochmal 2 extra für ein paar, weil er ja der Warband-Leader ist, der gewinnenden Warband. Und damit, wenn man das dann alles zusammenrechnet und guckt und mit den Erfahrungspunkten aus dem letzten Spiel, sieht es so aus, als würde Paar einmal aufsteigen. Das machen wir am besten auch jetzt direkt. Und dafür muss der Herr Pfeiffer einen W10 würfeln für den Paar. Eine 10 ist Promotion. Promotion würde normalerweise sein, dass der Charakter direkt einen Rang aufsteigt. Kann man als Leader nicht, weil man den höchsten Rang hat. Das heißt, er bleibt Leader. Aber er bekommt einen +1 Bonus auf Metal. Das heißt, er hat jetzt Metal 8, aktiviert also immer schon auf 2+. Ist doch nicht schlecht. Und seine Kosten steigen um 10 Punkte, weil Metal-Wert immer 10er wert ist. Also ist Paar jetzt 119 Punkte wert. Dann ist weiterhin aufgestiegen. Bill noch genau nicht. Wie viele Punkte hat das gekostet? Das hat gekostet 8 Punkte. Gut, das heißt, Paar hätte noch 5 Punkte über. +8 muss ich ja hier eintragen, richtig. Das wären dann die 83. Genau, er wäre jetzt 83 und unused XP 5. Das heißt, er braucht im nächsten Spiel schon wieder nur 3 kriegen, dann steigt er schon wieder auf. Geil. Sehr geil. Bei Bill hat es nicht gereicht. Auch nicht. Bei Ronny auch nicht. Auch nicht. Specialist. Bobby hat alles aber aufgestiegen. Genau, mit den Erfahrungspunkten vom ersten Mal und er braucht nur 5 zum Aufsteigen, hat jetzt insgesamt 6, wirft also einen W10. Hat eine 7. 7 ist entweder +1 Move oder +1 auf Ranged. Was hättest du? Du darfst aussuchen. Ein auf Move. Sehr schön, damit wird er schön schnell. Flinker Jüngling. Ja, das heißt, hier ist jetzt 5 mehr. Genau, und er ist 5 Münzen teurer geworden. Ja, das sind dann 34. Ist dann nicht so mega teuer. Gabby Gasmas, ebenfalls aufgestiegen, mit einer 2. 1 bis 2 ist ein Skill oder eine Mutation wählen. Oh, sehr schön. Muss ich später mal, oder? Genau, nee, da gucken wir später, ja, weil ich weiß jetzt auch nicht die Skill-Tabelle von denen, was sich da lohnt. Mutationen gehen ja auf jeden Fall. Aber das ist echt geil. +1 Skill oder Mutation. Und da müssen wir auch hinterher gucken, denn bei den Mutationen gibt es auch manche, die sind zum Beispiel 25 Münzen wert, wenn ich das richtig gesehen habe, hier, dass ihr Flügel wachsen oder so, keine Ahnung. Ja, das war Gabby und Bobby. Als letzte Youngin ist Fuzzy mit der Uzi dabei und auch die ist aufgestiegen, also wieder ein W10. Eine 1, ebenfalls Skill oder Mutation. Sehr geil. Passt ja auch, ne? Also wenn ihr die alle schön mutieren lässt, oh, oder vielleicht auch nicht, sonst verwachsen die so komisch, Junge. Gut. Die Wolf ist, achso, warte, dann muss ich hier auch wieder... Nee, aber den Wert noch nicht erhöhen. Also das mit den Unused XP schon, Wert müssen wir hinterher gucken. Ja. Sonst ist keiner aufgestiegen. Die Wolves hatten ja erst ihren Aufstieg, haben jetzt alle 4 Unused XP und der neue, Tiny, hat 2 Unused XP, ist auch nicht aufgestiegen. Das heißt, erfahrungspunkte technisch sind wir soweit durch. Jetzt kommt der Teil, wo es ab ins Wasteland geht. Welche 4 Figuren möchtest du denn schicken? Paar darf nicht als Leader? Ja, diese Person und Bobby. Ja, und ihr wisst, wie das läuft. Karten ziehen, hinlegen,
ein Zahlenwert mal 3 in Münzen, irgendeine Bildkarte, also auch der Joker oder irgendeine Bildkarte ist ein besonderes Ereignis. 2 Karten darf der Herr Pfeifen neu ziehen. Weil ich gewonnen habe. Genau. Bill hätte eine 6. Muss ich jetzt nach und nach oder kann ich... Kannst du auch erstmal so, wie du willst. Dann zählt, mache ich die beiden neu. Kommt weg. Ja, in den Stapel von den schon verbrauchten Karten. Oh, ja, das ist doch besser. Das heißt, auf jeden Fall schon mal 18 Münzen plus 15 Münzen. Zu den... Oh ja, der Pfeife hat ordentlich abgesahnt, denn für jeden Zombie 5, für den Rat 10, für den Gefangenen 20... hatten wir vorhin schon ausgerechnet. Das waren 13 Zombies. 13 mal 5 sind 65. Ja. Plus 10 für den Rat 75. Plus 20 für den Gefangenen 95. Plus 15 plus 18. Okay. Sehr geil, sind 110, 128 bisher. Da er auf, ich glaube, 0 war, ist das schon mal nicht schlecht, weil er muss die Typen ja auch irgendwie bezahlen. Aber gucken wir mal noch, was bei den Bildkarten passiert. Die Dame ist Queen of Clubs, Gunshop, Waffenladen. Einem Hinweis oder Tipp folgend, entdeckt das Modell einen zusammengestürzten oder in sich zusammengefallenen Waffenshop, der schon ordentlich geplündert wurde. Aber unter einem verbogenen Stützpfeiler scheinen doch noch einige Munitionskisten zu liegen. Das Modell muss einen Stärketest gegen 10 schaffen. Wenn es den schafft, dann kann es diesen Stützpfeiler aus dem Weg ziehen und findet 15 Münzen und Pre-Fall Ammunition. So, war gerade kurze Unterbrechung, wir waren aber beim Waffenladen. Also, es gäbe dann bei einem Erfolg 15 Münzen und Pre-Fall Ammunition Relic umsonst. Pre-Fall Ammunition bindet man an eine Waffe, kann man dann auch nicht wieder entfernen. Und bringt irgendeinen Bonus, ich glaube plus 1 auf Ranged oder so, also irgendwie ganz nett. Wenn du failst, dann rutscht dir irgendwie dieser Träger da aus der Hand, als du versuchst, den wegzuziehen, alles stürzt ein und kollabiert, aber das Modell kommt gerade nochmal raus. Also dir wäre nichts passiert, du kriegst aber auch nichts. Du kannst das ignorieren, findest dann ein paar Messing- und so Teile, die man zum Beispiel in die Schwarzpulverpistole stecken könnte und die sind W10-Kronen wert, also W10-Münzen. Aber machst du den Stärketest, ja, oder klar. Was? Ja, ich will diese Pre-Fall-Ammunition. Ja. Stärkewert von 5. Dem? 5. Also 5 plus. Auf 5 plus, der Bill. Oh. Nee, ist nicht Bill, ist... Pussy. Nicht dann würfel ich direkt mal, wie viel Kupfer ich da rausgeschlagen habe. Nee, gar nichts. Hast du ja nicht ignoriert. Also dann, in dem Fall, kriegst du nichts. Nix. Boah, ja. Was für eine Pisse. Ja, Ronny, Junge. Der hätte es machen der, sollen. Ja, allerdings. Der Ronny, mal gucken, was er denn hat. Das ist der Diamonds, Jack of Diamonds, Lockbox Stash. Okay. Während du irgendwie so ein total ausgeranztes, verrostetes Auto durchsuchst, findet das Modell eine kleine abgeschlossene Box mit einem numerischen Zahlen-Keypad so da dran und irgendwie alles verkabelt und so. Ja, das Modell muss einen Intelligenztest machen. Oh nee, ich wäre der Ronny, Junge. Scheiße, Box. Wenn er das schafft, dann kann er die Box öffnen, findet 35 Münzen da drin. Wenn er das verkackt, geht eine kleine Sprengladung hoch und er bekommt einen Stärke 6 Range-Treffer und er muss danach noch auf dem Survival-Table würfeln, wenn er verwundet wird. Danach sind die Box und der Inhalt zerstört. Du könntest, was war da nochmal drin? 35 Münzen. Du könntest das ignorieren und dann nimmst du einfach die ungeöffnete Box mit, verkaufst die als Kuriosität und bekommst dafür 5 Münzen. Was eine Kackkarte. Jo, was für ein Metal-Wert hat er denn, also Int? Aber er kriegt immer noch minus 1 auf alle Würfe, ne? Nee, das ist jetzt vorbei. Weil es nicht mehr im Spiel ist, so jetzt. Weil bei der letzten Nummer nach der Verwundung, wo er auch im Wasteland war, hatte er das nämlich auch schon. Okay. Der ist nämlich aufgestanden, war nicht tot, hatte dann aber diese minus auf alle Würfe. Ja, also bis quasi nach dem Spiel. Ja. Ja, aber er hat Metal. Er hat, Ronny hat Metal 5.
Ja, heißt Intelligenztest gegen den Metal-Wert. Oh, aber hat er irgendwie Dampf oder so? Nee, das hat nur Tiny, ne? Tiny ist Dampf. Ja, Junge, dann. Auf 5 plus schaffst du es, ansonsten geht das kleine Ding hoch. Nee, ich nehme nur die 5. Okay, nimmst nur die 5. Sicher ist sicher. Wollte ich mitnehmen. Ja, also nochmal 5 Münzen. Das heißt, hier zweimal gut was rumgekommen, hier eher gar nichts und hier eher wenig, aber 133 Gold hätte ich. 133 da. Münzen hat der Herr Pfeife nach diesem Spiel. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Er musste auch zum Glück kein Modell ersetzen, weil ja niemand wirklich gestorben ist. Und das heißt, er muss jetzt den Unterhalt noch bezahlen. Das rechnen wir hinterher aus. Das sind immer so, weiß ich nicht, 15 Münzen vielleicht. Gucken wir noch. Danach kann er Equipment kaufen, Leute rekrutieren, im letzten Schritt dann für Relikte würfeln. Aber das machen wir dann alles irgendwie ganz in Ruhe und vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern ihr seht dann, was passiert ist im nächsten Spiel. Ja, noch irgendwelche berühmten letzten Worte? Nee, also was soll ich sagen, schwierig, komisches Game. Also, weil ich musste ja immer ein bisschen so in Deckung bleiben. Ich konnte jetzt nicht so voll reinpreschen, weil dann wären zu viele Zombies gewesen, so jetzt wie am Ende. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall noch gut ausgegangen. Ja. Na, vielleicht ist da wieder ein Modell drin. Mal gucken. Ja. Oder ein paar Upgrades, auch geil. Ein paar Upgrades sind auf jeden Fall. Mir schwebt da schon was vor. Ich denke mal, ein paar wird dann nochmal, wie nennt sich die nochmal, diese harte Ammunition? Das Large Caliber Upgrade. Genau. Ja, die Knarre ein bisschen aufwerten für Stärke 8. Ja, vielleicht auch der... Wenn das geht, überhaupt beim Crossbow. Ja, vielleicht sind das so speziell gehärtete Pfeile, muss ich mal gleich mal gucken. Ja, ich meine, Large Caliber Upgrade, da steht, dass man eine Waffe aufwerten kann. Also nicht unbedingt, dass nur das Kaliber wird. Klar, hat er so Sprengpfeile, Junge, ist eh voll der Rambo. Gut. Ja. Dann sind wir an diesem Punkt mal raus. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Schaut auch in unsere Gruppe. This is not a test, official German Facebook Group, auch der Joseph McGuire, also der Erfinder und Kreator dieses Spiels und des Regelwerks, ist mit in der Gruppe. Wenn ihr da also irgendwelche Fragen habt oder so, dann bitte auf Englisch am besten in die Gruppe schreiben oder ja, auf Deutsch und wir übersetzen das oder so. Ist ja generell erstmal für Deutsche da. Also ja, nur geht auch auf Deutsch. Nur falls speziell Fragen sind. Ja, gut, ja, ansonsten sind wir raus, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja, dann los. Jetzt wolltest du nicht. Wäre doch sowieso nichts geworden. So, komm, jetzt aber Concentration und starten. Wir müssen das Game und noch ein Game machen. Nee, nichts noch ein Game. Doch, Junge, mach ein bisschen reinhauen. Dann musst du eins mit APs. Ich muss hier was machen, Junge. Ja, Junge. Ja, ist doch so viel zu tun. Ja, ist immer viel zu tun. Ja. Läuft! Läuft. Und da steht auch die... Yeah. Und nochmal. Läuft! Immer diese Wix-Musik da, Junge.